Tag auch, ihr Nasen. Wichtig ist im Anmarsch, ihr seht ihn da blurry im Hintergrund. Und mir fällt dazu eigentlich nur noch eins ein. Auf der Schnauze! Und let's go. Kunde! Au. Der verträgt übrigens echt gut. Hast genug von mir. Verdammt. Ich weiß gar nicht, ob ich heilen kann. Nope. Wird lustig. Okay, das war ein Treffer. Das war einer von ihm. Au. Ja. Gut, ja. Ich muss mich doch ein bisschen mehr konzentrieren, würde ich mal sagen. Das Blöde ist halt wirklich, ich kann nichts mehr machen. Ich kann mir keinen Trank mehr reinschmeißen, nichts mehr. Ich muss mit dem klarkommen, was ich gerade habe. Ja, scheiße. Ein bisschen taktischer vorgehen einfach. Also aufs Gesicht ist gut, aber er blockt halt echt viel. Ich hoffe, es läuft hier unter, alle guten Dinge sind drei. Also im Höchstfall. Ich bin jetzt hart. Ich lege mal meine Ringe ab, dass ich ein bisschen mehr Fingerfreiheit habe. Ja. Vielleicht kann ich ja noch in der Zwischensequenz ganz schnell mir... Jau. Ja, toll. Ich kann eh nicht. Super. An mir kommt niemand vorbei. Was? Ich sagte, an mir kommt niemand vorbei. Schon Schiller sagte, durch diese kalte Hose wird er kommen. Ich muss passieren. Au, vermöbelt der mich hier aber auch. Ein Treffer war's. Das Kampfsystem finde ich klasse. Also, auch wenn ich hier einstecken muss. Ich habe ihm zumindest einen mitgegeben. So, der saß. Der saß auch. Ich brauche bloß Zeit. Das war nix. Der saß. Au. Der Schild hält gut ab. Das ist... Das war klasse. Das war spitze. Kennt das noch einer von euch? Rate mal mit Rosenthal. Oder Dalli Dalli. Wenn ihr das kennt, Leute, seid ihr alt. So wie ich. Dann bin ich verdroschen in zwei Runden. Ich habe mir eine Kippe verdient. Vor allem finde ich es gut, dass ich immer noch im Skalitzer Wappenrock rumrenne. Wenn er auch schon etwas zerfetzt ist. Für Skalitz, sag ich mal. Weil der ist einer von den Fassermackern, die halt auch da eben Randale mitgeschoben haben. Schön mit dem Schwertknauf ins Kreuz. Mit der Barrierstange immer rein. Oh ja, mit dem Knauf in die Fresse, ins Gesicht, Leute. Es ist noch nicht vorbei, du Mistkerl. Wo ist mein Schwert? Was hast du damit gemacht? Wir sehen uns in der Halle. Nein, 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 nein! Was hast du damit gemacht? Nicht schlecht für den Power-Mann.
Ich glaube, du vergeudest hier deine Kraft, Junge. Du hast das alleine geschafft? Sehr gut. Toll gemacht. Du überraschst mich. Er war ein Berg von einem Mann. Er war es, der Neuhof überfiel. Und dein Schwert geraubt hat, Herr. Das dachte ich mir schon. Was hat er dir gesagt? Wenn er noch leben würde, hätte der Henker ihm vielleicht mehr entlocken können. Was soll's. Das kann im Eifer des Gefechts passieren. Wie dem auch sei, wir haben eine Truhe voller Münzen entdeckt. Jemand hat dieses Gesindel wirklich gut bezahlt. Es waren noch ein paar von Sigismunds Barbaren unter ihnen. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Wer auch immer das angezettelt hat, muss hohen Ranges sein und wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Dieser Wurm war nur ein Bauer. Ich fürchte, du hast recht, Herr. Nun, Junge, das war wohl nicht unsere letzte Schlacht. Aber es war eine geile Schlacht. Krieg ist nie geil in dem Sinne, aber ihr wisst, wie ich es meine. Heinrich sieht das ähnlich wie ich. Lass es ruhig raus. Das war aber echt zu viel gefressen. Unsere Rüstung ist auch ganz schön eingedellt. Lass alles hinter dir. Ein guter Christ sollte sich mit solchen Gräueln nicht belasten. Ich weiß nicht, Herr. Ich möchte das nicht vergessen. Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben. Du hast recht, Junge. Doch zuerst müssen wir uns ausruhen. Wir treffen uns später in der oberen Burg von Ratai und entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Und zugegeben, du hast dich heute gut geschlagen. Heinrich ist schon badass. Also, auch wenn er jetzt gekotzt hat, aber... Das war so richtig, wo ich es erste Mal gemacht habe, also auch jetzt, ein richtiges Glücksgefühl, wo ich den da niedergestreckt habe. Ich überlege, ich bin im Kampf noch gar nicht so gut, aber ach, schön war es. Also das lief richtig, richtig gut. Ich meine, gut, der erste Versuch war wieder reinkommen ins Kampfsystem so richtig. Die anderen hatte ich ja im letzten Part eher so hinterrücks erdolcht, mehr war das ja im Prinzip nicht. Das war jetzt ein Kampf, den ich ja so, ich hatte keine Unterstützung und sowas, das musste ich selber reißen. So ist cool. Das Turnier interessiert mich, als ob in China unser Kreis umfällt, ja. Hier liegt die Ehre, auf dem Schlachtfeld. Dafür wirst du mir büßen. Es ist Zeit für unseren nächsten Schritt. Überbringe die Kunde. Ja, Herr. Neuer Gegenspieler. Sieht von Adel aus und sieht aus, als ob er von hier wäre. Spricht ja auch Tschechisch, also in dem Fall klar Deutsch, aber... Tja. Ich glaube, ich bin nicht mehr in der Festung, also ich kann jetzt hier nicht mehr looten, aber ich kann zurück zum Looten. Das könnte man machen. Dass man einfach das Pferd und sich selber voll rabt, wie geht. Und dann den ganzen Scheiß verkaufen. Ich kenne also einen Müller. An der Rataya Mühle. Der kauft mir jeden Scheiß ab und der hat echt immer viel Geld. Könnte funktionieren. Meine Leute, ich bin gerade happy. Lief besser als gedacht. Ja, kümmere dich um die zwei habe ich runtergeschlagen und einen habe ich runtergeschossen. Wir haben ein Update. Hauptstufe ist gestiegen. Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Nö. Im Kampf können wir uns verbessern. Schwert ist besser geworden. Das freut. Wir sind auf Level 13 ein. Eine Stufe noch, dann können wir, glaube ich, wieder zum Trainer gehen. Doppelstich hört sich doch mal gut an bei meinem Kampfstil. Ja, freilich. Kannst du mir das auch anzeigen?
Finde ich gut. Fände ich super. Ah gut, es ist wieder so eine Kombo, die kriege ich wahrscheinlich nie im Leben hin, aber pff, was soll's? Da ist nichts drin. Schade. Ausdauer ist relativ niedrig. Was wollte ich jetzt eigentlich hier gerade? Was wollte ich machen, Leute? Ach, mein Zeug so ein bisschen mal am Reparieren sein. So, kleines Rüstungsset. Weil das hat alles ziemlich gelitten. Oh, mein Catnip ist völlig im Eimer. Und mein Kyra ist auch, aber es sah ja auch in der Zwischensequenz so aus. Reparieren wir erstmal, was geht. Da geht nichts mehr. Da geht gar nichts mehr. Ich brauche ein neues Kettenhemd und einen neuen Kyras. Okay. Na gut. Begib dich in die Halle, der oberen Burg. Ist hier unser Kumpel da? Sieht fast so aus, ne? Ach ne, jetzt ratzig's Pferd. Okay. Wo sind wir jetzt gerade? Ah! Ratai. Nicht Ratai. Moment. Doch Ratai, glaube ich. Bin ich gerade doof? Wir sind ein Ratai. Na klar. Ja, klar sind wir ein Ratai. So, was ich jetzt mal mache, ist, ich plünder mal Pebbles. Steh jetzt wieder hinter mir, oder? Ja, so halbwegs. So. Und dann wird Zeug verscheuert. Pebbles, warum rückst du die Sache nicht raus? Wo ist bitte dein Problem gerade? Komm mal ein bisschen hier rüber. Vielleicht müssen wir von der Stadt weiter weg sein. Ich habe keine Ahnung. Ach, es geht, okay. Ich war jetzt irritiert, weil da eben, ne? Ihr seht, ich habe Haufen Zeug. Und dann gucken wir mal, ob ich da vielleicht, nein, die Vogelkäfige bleiben drin, ob ich da vielleicht was reparieren kann. Wir sind extrem langsam unterwegs. Aber zum Glück ist der Schmied gleich in der Nähe. So. Mal kicken. Ich kann zumindest was reparieren. Das freut mich sehr. Also um die 60% kann ich schon reparieren. Also das kriege ich wieder ausgebügelt. Diese Sachen leider nicht. Die sind echt zu sehr im Eimer. Heißt, also bis 60 runter darf es gehen. Dann kann ich es reparieren. Okay. Ich brauche nur das Kettenhemd. Dann ziehe ich doch... ziehe ich doch meins mal aus. Machen wir uns nackig hier. Rüstung. Die Beinlinge sind in Ordnung. Das Catnip ist halt fertig wie Hölle. Ich ziehe wirklich gleich mal das aus, was nicht mehr brauchbar ist. Der Kyras dürfte noch im Eimer sein. Ja, leider. Das wird eine teure Angelegenheit. Aber das kann ich direkt beim Schmied tauschen. Schätze ich mal. Ist ein bisschen überladen, aber was soll's. Ja. Wir eiern jetzt ein bisschen. Aber der Schmied ist, wie gesagt, nicht weit weg. Dumm.
Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, sage ich einfach mal, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim Schmied wieder. Und ich sage an dieser Stelle, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Kingdom Come Deliverance. Haut rein, Leute. Ciao.